Welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. Und wir befinden uns hier in dem Abteil, wo wir Richtung Friedhof dann kommen, um den guten alten Philosophen Dr. Williams einen Besuch abzustatten und ein paar Infos und Medizin zu erhaschen. Und aber zuerst müssen wir uns jetzt hier erstmal durcharbeiten. Einmal bitte den Granatwerfer. So. Und los geht's. Es hat tatsächlich nicht so stark, ne? Alter! Geht ruf! Alter, die vergiften. Sowas hasse ich! Stirb! Komm schon, Ellie! Oh, das mit dem Gift ist eklig. Das ist richtig ekelhaft. Stirb! Boom! Perfekt. Zack, Salto fertig. Was ist los? Wer war das, Patty? Alles cool bei dir? Alter, Alter, krass. Ja, muss ich gestehen, Patty, das war gerade nicht sehr angenehm mit dem Gift. Aber wir leben ja noch. Lass mal gucken, ob es hier irgendwas zu looten gibt. Oh, da sind noch mehr. Aber wieso ist denn der Granatwerfer gerade so scheiße? Boom! Voll daneben. Richtig gut. Richtiger Profi bin ich, ey. Oh, geh mal lieber auf die Waffe. Da kann ich wenigstens ein bisschen umgehen. So. Weg. Sehr gut. Ey, da habe ich dem den Schwanz abgeschossen? Ne, die Kralle. Alter, krass, den Arm. Pferd. So, noch jemand? Noch jemand Stress? Ich glaube, ich muss mir jetzt demnächst mal irgendeine coole Pumpe oder so, so eine Pumpgun oder so anlegen. Bin ich eigentlich immer ein sehr großer Fan von Pumpguns. So, wen haben wir hier? Plünderer. Gib mir dein Zeug. Oh, schön, hier können wir wieder richtig schön frei looten. Alles meins. Oh, fetter Safe. Mal gucken, was da drin ist. Okay, Nahkampf. Hier mal nochmal ein paar Upgrades für Waffen. Konzerndienstauszeichnung. Okay. What can I do with this? I don't know. Gibt's da oben auch noch was Interessantes? Ach, das liebe ich an solchen Spielen. Da kann ich meine Neugierde auspacken. Geht's dir gut? Was hast du da? Ist das ein echtes Tier? Kuscheltier? Der schläft mit Gasmaske. Aha. Ja, habe ich gesagt, das nehme ich nicht mehr mit, aber egal. Muni muss mit. Er ist ganz schön dunkel, Leute. Habe ich eigentlich sowas wie eine Taschenlampe? Hier lebt keiner mehr, hä? Ja gut, der Ding hat ja auch gesagt, dass das hier der Teil ist, der früher halt benutzt worden ist und dann irgendwie jetzt, ja, im Grunde nur noch ein Ruinental ist, ne? Was hast du denn? Einen schönen Wein? Wine is fine. Warum nehme ich ein Buch mit? Kann doch gar nicht lesen. Noch irgendwas Interessantes? Nö. Ah, hier ist noch was. Ist das hier so eine Art kleine Kapelle oder was? Fresh, fresh. So, nächstes Gebäude. Ich
will plündern. Das ist eine süße Kapelle, oder? Schön klein und fein. Noch irgendwas Schönes Verstecktes? Wäre cool, wenn jetzt da ein Shotgun gelegen hätte. Da hätte ich mich dran erfreut. Alter, ist das hier stockdunkel? Krass. Ist schon Leiche. Ja, sonst haben wir hier nichts. Hier ist zu. Warte mal. Hab ich getroffen? Oh nein, schon wieder so ein Giftviech. Oh nein, jetzt muss ich nachladen. Special-Fähigkeiten. Boom, boom, boom. Jawohl. Was ist mit dir, Paddy? Kannst du schon? Nee, ne? Warte, Moment. Ja, komm, den Kleinen wird er die doch schaffen hier. Oh, das war ein schöner Headshot. It was very nice. So. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Nothing. Was? Übergang? Wohin? Da will ich jetzt eigentlich nicht rein. Schau, diese Neugierde immer, ne? Die lenkt mich immer voll ab. Muss eigentlich ganz woanders hin. Ja, mich kann man immer leicht ablenken. Sehr leicht. Moment mal. So weit da vorne wäre das gewesen mit dem Friedhof? Echt jetzt? Nee, hier geht's wieder rein. Bin ich jetzt dumm? So. Aus der Apotheke, optional. Dr. Williams Leiche untersuchen. Ach so, der ist tot? Ach, der wurde da begraben. Jetzt check ich's. Okay, wo ist denn dieser Friedhof? Doch die Richtung. Mann, bin ich heute wieder verplant. Waren wir doch schon auf den richtigen Weg. Da ist der Friedhof. Da müssen wir hin. So, und da müssen wir wahrscheinlich wieder fighten. Nachladen. So, wie sieht's hier so aus? Eigentlich ganz gut. Dude. Oh, hey. Voll drüber. Voll in der Face. Und wieder in dein Face. So, hauen die ab. So, ich bin mal wieder im Nahkampf. In your face. Zwei Schläge brauche ich, schau. Easy. So, noch einer. Da hinten. Alter. Stirb. Okay. Wir haben wieder alles unter Kontrolle. Ah, pfeife ich mir mal Drogen rein, wenn sie alle anderen auch tun. So, hier ist Dr. Williams. Na, alles cool bei dir? Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal den Schlüssel, das ist gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Scheint wohl nicht so. Was ist da hinten? Olympus Lovers Point. Ein Romantikplätzchen. Das ist ja genau ein Plätzchen für mich, ey. Ja, sehr romantisch.
Sehr, sehr romantisch. Hier würde ich auf jeden Fall ein Date mitnehmen. Denn dieser Romantik kann keine Frau widerstehen, oder? Diesem wunderschönen Ausblick. So, gut, dann machen wir Schnellreise, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne, nicht zu den Ruinen. Direkt. Obwohl doch. Hier wird es angezeigt. Ja, okay, gehen wir mal zu den Ruinen. Jetzt haben wir den Key. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch in den obersten Stock. Und die Drogen holen. Also muss ich doch rein. Ja, okay, komm. Wieder zurück zu der Ding. Zu der Apothekerin. Deren Namen ich schon wieder vergessen habe, weil alle hier sehr komplizierte Namen haben. Dr. Ellie, you ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. We both fix things, heal them up. Hate to break it to you, but before I got to Groundbreaker, I fixed more noses than bones. Nowadays, I probably shoot more than I save. Oh. Patty will unbedingt so eine gewisse Bindung zu ihr aufbauen, ne? Und Ellie ist immer so, ja, ist schon okay, was du sagst. Wir müssen ja zusammen abhängen, weil Tubak es unbedingt möchte. Ach komm, das wären noch zwei beste Freundinnen. Safe. So, Mrs. Abigail Edwards. Hello again, dearie. AKA die Apothekerin. So, wegen Dr. Williams. Such a pity, isn't it? But I suppose it's an important reminder that one... Gut, passt. Ich muss in den ersten Stock hoch. Ich habe den Key. Was ist hier drin? Eine Toilette. Wunderschön. So. Da ist das Zeug. Für Nioka. Müsste es jetzt stehlen. Ich meine, sieht ja eh keiner. Oh, da, was ist hier? Achso, hier geht's wieder raus. So, wir stehlen erstmal hier alles weg. Guckt hier sowieso keiner. Also wechselt der Stuff jetzt seinen Besitzer. Der bin ich. So, Frau Apothekerin, ich danke vielmals. Checken wir Nioka nochmal ab. Bist du mittlerweile wieder nüchtern, Nioka? You're back. You're back. Good news? Bad news? All of the above? Ich hab deine Drogen. Says someone who's never had any fun. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible. Got her head on straight. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Jetzt sind wir im Business. That was fast. I gotta see about stalking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Ach, die will komplett mitkommen dann, oder wie? Ja, dann komm mal mit, Nioka. Great. Where to? Sehr geil. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. Sicher, sicher. More of a spelunker. Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, three's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Echt jetzt? Ah, okay, ich kann sie zum Schiff schicken. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich mich dann entscheiden. Okay, Nioka will ich jetzt erstmal nur wegen der Quest mitnehmen. Und dann, so gern ich Patty habe, nehme ich jetzt erstmal, glaube ich, dann Ellie mit. Ja, komm, Patty, dann geh du gleich mal zurück zum Schiff. Mighty big gun you got there. I'm looking forward to seeing you use it. Nicht böse sein, Paddy.
Ich liebe dich, das weißt du. Big gun for a hunter. I don't know what the game's like on Terra 2, but out here, the daintier weapons ain't gonna cut. Instant weg. Manosaurs require stopping power. Ist richtig sauer abgezogen. Yeah, but what's left after you're done with them? Ich glaube aber tatsächlich, dass die beiden sich wahrscheinlich noch besser verstehen werden. Weil Nioka ist auch eher so eine Draufgängerin, Abenteurerin, Party Queen. Aber letztendlich müssen sich bei mir auf dem Schiff alle verstehen. Ne? Wir nehmen sowieso nur die coolsten Charaktere mit. Mein Felix ist ja auch ganz okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist aber eine lange Meile hier. Fett. Na gut, sie meinte ja auch hier, ich hoffe, du stehst auf Jagen und so. Jetzt müssen wir uns halt ein bisschen durchballern. Good old Stellar Bay. Beziehungsweise es gibt... Ja, hier riecht's immer gut, ne? Ja, sie meinte ja eher, es gibt so zwei Wege. Einmal ein Höhlensystem oder so und einmal mit Jagen. Ich habe Bock auf beides. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung und dann werde ich impulsiv entscheiden. So, nehmen wir gleich mal hier die gute Waffe. So, hier geht's nach Cascadia, Fallbrook, Amber Heights und ja, zurück nach Stellar Bay. Wir müssen so ungefähr in diese Richtung. Gäbe es hier noch irgendwas Schnelles, Interessantes? Ne, okay. Okay, das ist dann eher so das Jagdgebiet, ne? Was ist das? Roboter, okay. Au! Oh nein, ich vergesse das immer. Mit dem scheiß Fallschaden, Mann. Na gut, war jetzt nicht so schlimm. So, sollen wir die noch mitnehmen, zwecks Erfahrung? Das sind, glaube ich, zwei Stück. Passt. Drei, der Kleine hier. Für sowas wäre halt so eine Pumpgun echt geil. Einfach hin, einmal schnell in den Kopf schießen, fertig. So, komm her. Okay, was hast du eigentlich? Was jetzt? Raptophobie. Oh nein. Du bist in der Vergangenheit so oft auf Rapitons gestoßen, was Spuren bei dir hinterlassen hat. Wenn du oder einer deiner Begleiter von einem Raptidon angegriffen werdet, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Effekte, Geschicklichkeit minus 1, Wahrnehmung minus 1, Geisteshaltung minus 1, Belohnung 1 Vorteilspunkt. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Scheiß auf den Vorteilspunkt. Ich würde mal gerne eine geile Waffe finden. Ich sehe nämlich nach einer Pumpgun. Hey, Hooligan. Oh, den will ich wegballern. Hey, stehen bleiben. Boom. Macht Bekanntschaft mit meinem Hammer. Bist du jetzt schon tot? Noch nicht? Weg da. Aus dem Weg, Platzverschwender. So, down. Ein Tick zu früh. Voll ins Oche. Mittlerweile mag ich Nahkampf echt gerne. Da treffe ich persönlich auch irgendwie besser. Geil, Zeug. Oh, Stuff. Wie haben wir denn Gewicht? 114 von 170. Das geht. Easy. Wow, das hat sich gar nicht gelohnt. Hä, was jetzt? Oh, ich laufe einfach durchs Lagerfeuer. Richtig cleverer Dude, ne? So, was haben wir hier noch? Oh, richtig viel Muni. Ich
glaube, ich habe eh mittlerweile so viel. Oh, guck mal hier. Check mal die Lage ab. Das ist einer. Zwei. Wollen wir mit Schleichen mal wieder probieren? I'll keep it down. Speichern. Wir schleichen umher. Hey, nein, nein, nein. Der hat mich nicht gesehen, ne? Weil er mich nicht sieht. Warte mal, ich will mal was gucken. Okay, jetzt klar sieht er mich. Ich dachte, ich bleib geduckt. Ellie, Vollgas! Vollgas! Pull drauf! Ey, lauf nicht weg, Zigeuner! Stirbst du jetzt mal? Okay, bei denen brauche ich ein bisschen mehr Schläge. So, der ist auch weg. Nice. Und ich bin fast tot. Ich brauche, glaube ich, jetzt mal langsam bessere Rüstung, ha? Ich stecke schon immer gut ein. Aber ich habe auch echt noch so eine Billigrüstung vom Anfang. Kümmere mich da jetzt nicht so wirklich drum, ne? Aber solange ich es schaffe, ist mir das eigentlich auch egal. Brauche nicht immer den besten Stuff. Brauche nur eine Pumpgun. Das ist mein einziges Verlangen. Eine wunderschöne Pumpgun. So, ich muss hier einmal außen rum, oder wie? Ein Mütter. Ich muss da hoch, oder? Check nochmal die Karte. Ah, ich bin ja noch ewig weg. Ich bin ja noch ewig weg. So, drei Stück. Anschleichen wird schwierig, denke ich mal. Also, würde ich sagen, voll drauf. Wie er hüpft. Schon tot? Okay. Naja, die sind jetzt echt nicht schwierig. Oh, da hat der viele Sachen dabei. Heftigst. Holschkett. Revolver. Sollen wir mal wieder ein bisschen gucken, was ich eigentlich so bisher Schönes eingesammelt habe? Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei. Meine Waffe ist schon echt stark. Aber vielleicht haben wir mittlerweile irgendwas Krasseres. 140. 340. K.O. schlagen. Taumeln. Bin schon eigentlich sehr zufrieden mit meinem Ding. Aber das wäre halt schon nochmal ein bisschen mehr Schaden, ne? Ich glaube, den probiere ich mal aus. So, hier mal Ding. Was haben wir hier denn schöne? Taktische Schrotflinte. Hatte ich ja schon mal am Anfang. Aber wahrscheinlich ist die ein bisschen besser. Wir checken es mal ab. Also grundsätzlich die Waffe hier. Ah, die macht aber schon echt gut Schaden. 59 bis 134. Ich habe es zwar immer noch nicht begriffen tatsächlich, warum dann... Also was wirklich der Schaden ist? Also die 59 bis 134? Oder diese 81 konstant Schaden oder was? Ich verstehe es manchmal nicht. Aber hier hätten wir jetzt Schaden 24 mal 8. Aber 238. Check ich nicht ganz. Aber ich habe jetzt Bock auf Schrotflinte, also werden wir die jetzt mal ausrüsten. Was habe ich denn hier eigentlich? 205 zu 123. Die ist nicht so gut wie meine. Was ist das? 48 mal 2. Revolver. 126. Aber 314 Schaden pro Sekunde. Ist die jetzt besser als meine?
Er hat halt K.O.-Schlagen drin. Er hat Wegschleudern. Klingt auch interessant. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Machen wir jetzt hier mal so einen schönen Switch rein. Taktische auch mit rein. Was haben wir denn hier? Oh, ein fettes Jagdgewehr. Das finde ich auch geil. Ja, schon wieder geiles Zeug eingesammelt. Aber checken wir jetzt erstmal nochmal das Wichtigere. Und zwar die Rüstung. Aber ich glaube, da ist mein Stuff besser. Also Rüstung finden wir momentan nicht so viel. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Was hat Nioka? Schauen wir mal, was hat sie denn hier? Leichtes Maschinengewehr. 800 Schaden pro Sekunde. Also die bringen schon echt gute Sachen mit. Da braucht man gar nicht wirklich was ersetzen. Außer auch Rüstung, ne? Ja, eigentlich müsste Ellie die Rüstung bekommen. Weil sie schon länger dabei ist. Aber mehr habe ich halt jetzt erstmal nicht. Okay, Ellie hat ja auch nochmal einen Punkt frei. Ich habe hier auch schon mal Offtake ein bisschen mehr Gesundheit reingemacht. Und dass ich mehr Heilung bekomme, wenn ich den Inhalator benutze. So, was haben wir hier? 20%ige Chance, die Fähigkeit Abklingzeit zurückzusetzen. Also, dass man die schneller einsetzen kann. 30% Fähigkeitsschaden durch Begleiter. Der Begleiter wechselt Waffe schneller und lädt schneller nach. Das brauchen wir nicht. Wenn Ellie in der Gruppe ist, wird Schaden, durch den du sterben würdest, stattdessen eine geringe Menge Leben wiederhergestellt. Oh, das ist aber auch geil. Das würde ich jetzt als erstes machen und dann hätte ich fast gesagt, gehen wir mal so ein bisschen auf die Fähigkeiten. Dass man die... Ah, warte mal. Dass sich die schneller aufladen. Nioka, du hast auch schon 3 Punkte. Alles klar, dann kriegst du erstmal ein bisschen Heal. Dann... Was? 20% Reichweite der Schrittgeräusche. Mehr Rüstung, mehr Nahkampf. Hier machen wir mal ein bisschen Fernkampfschaden. Und ich glaube, die hat bestimmt eine geile Fähigkeit. Dann machen wir hier mal, dass sie mehr Schaden macht. Oder? Oder die Abklingzeit? Dann machen wir die Abklingzeit. So, passt. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich zwischen den Fähigkeiten oder von den beiden hin und her switche. Ich glaube, die lässt sich ja nur mit C aktivieren. Sorry Leute, muss ich nochmal durchgucken. So, wo haben wir es denn? Begleiter, ach hier, V. Okay, alles klar. Alles klar, speichern und weiter geht's. Wir müssen in die Richtung, das heißt, ich lasse die Ruine jetzt hier mal Ruine sein. Oh Gott, damit, ich komme hier ja gar nicht weiter. Okay. Muss ich jetzt hier wieder hoch? Hier muss ich lang, oder? Nee, nicht ganz. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich ganz woanders hin. Hier ist alles mit Gebirge voll. Muss schon irgendwie da lang. Muss ich vielleicht doch... Oh Gott... Wo muss ich hin? Wieso habe ich kein Jetpack? Gibt's hier nicht, ist hier nicht der Höhleneingang oder so? Nioka! Wo muss ich hin? Mein klar, ich kann jetzt nochmal komplett zurückgehen und hier den Weg ansteuern. Dann kommen wir safe auch hin. Das muss ich wahrscheinlich machen, ha? Aber gut, die Folge ist eh schon vorbei. Von dem her werde ich es jetzt einfach mal so machen, dass ich Offtake mir die richtige Route raussuche. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann machen wir wieder ein bisschen Action, ne?
Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen geschmeidigen und geil entspannten Tag. Und ja, reingehauen. Peace. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.